Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der letzte Tag, morgens Zeitfahren. Es ist mittlerweile 7 Uhr, morgens Zeitfahren und dann mittags noch ein Rennen. Ich gebe euch jetzt noch ein kurzes Review zum Zimmer. Wir haben 2 Nächte geschlafen. Was gut waren die Bälle. Hier ist das Zimmer, ist ein bisschen unaufgeräumt. Die Betten waren sehr gut, es waren hier 2 Matratzen. Es war sehr gemütlich. Badezimmer war sehr unsauber, das war ein dickes Minus. Schaut euch das an. Das ist ja widerlich. Nur Haare und die sind nicht von uns. Ich war noch nicht duschen. War zwar gestern und hat es dann, mir ist es erst aufgefallen nach der Dusche, weil die kamen aus irgendeiner Rille oder so, kamen die raus. Sieht so widerlich aus, ne? Und deswegen geht man mit Adiletten, sag ich. Frühstück war nicht schlecht und es waren so wenige Steckdosen hier. Ich hatte keine. Ich musste die Steckdose vom Fernseher nehmen und die hier in der Dusche. Also wirklich großes Mangel. Sonst war es aber overall war es aber ziemlich. War es jetzt nicht so schlecht. Und jetzt geht's zum Frühstück. Dann geht's los. So, ich war jetzt kurz beim Bike-Check mit Olli. Zum Start wird das Bike nochmal kontrolliert. Man kann es vor dem Start kontrollieren und dann wird man danach aber nochmal kontrolliert, weil sonst könnte man ja was ändern in der Zwischenzeit. Ja, da war ich dahin und kam Kasachstan war vor ihm und das Bike war nicht konform. Dann haben sie den Sattel irgendwie geändert, um das irgendwie hinzubekommen. War trotzdem noch immer nicht konform. Dann war sein Start, hat aber kein Fahrrad, weil sein Zeitfahrer nicht konform war, durfte er nicht damit starten. Dann haben sie ihn in deren Auto gesucht und für ein anderes Fahrrad. Und dann ist er so 40 Sekunden danach erst gefahren mit einem normalen Fahrrad und war danach sogar über dem Zeitlimit und konnte jetzt die Etappe heute Mittag nicht starten. Junge, Junge, Junge. Komplett geistkrank. Du machst das Deck weit viel. Mats war gerade da drin. Du hast ihn da. No. Du hast ihn. Ja! Er geht Fleisch in die GPM. Ah ne, das ist ein Plötter. Was hat der Plötter? Ja, du hast Plötter. Ah, er geht auch in die GPM. Er sitzt aber auf der sechsten Position oder so. Er sitzt da. Mhm. Ganz stark. Das müsste man mit Mats schon lernen, dass man ihn nicht wieder will. Bei Was willst du? Wenn du Motto landest, so gar nicht wieder, so in den. Kick. Halt, pass. Kick. Ja, ist er kommt. Ich meine, der Motto hat ganz hier, weil er hat gebockt, dass er mir nicht wieder auf ihn klaut. Hey, Uwe! Es ist die Live, oder? Geschwind. Du hast den Mambello. Geschwind, ja. Haha! Anhalt dir mal Fabrice, Mann ey! Alle was? Hol nachher vor die Cam, Bro! Vor die Cam, Bro! Vor die Cam, Bro! Alle! C'est pas loin! Alle! C'est plus loin! Bin ich mit Mats TT hingefahren und gesprintet. Die Leute haben Auge gemacht. Un peu ici car les trophées avaient un peu baissé. Oui. Mal durchgefahren und nur scheint gut drauf zu sein.
Noah, der leider heute nicht gut drauf ist, sagt er. Hauptsache abgehen wurde und Olli war in einem Crash verwickelt schon wieder. Ist einfach Pech, verfolgt uns diese Woche leider. Aber egal, ich stehe jetzt auf der Runde. Ich fahre sie 5 Mal. Die ersten 3 Runden darf ich sie verpflegen. Und dann müssen sie, dürfen sie keine Bidons oder Essen oder so mehr annehmen. Alle Watz! Jetzt in der drittletzten Runde und ja, ich habe Mats leider nicht sehen können im Peloton, Fabius auch nicht, ja, auch nicht danach, ich weiß nicht, wo der gerade ist, keine Ahnung. Ewa. Sa crevaison donc à 15 km de l'arrivée et la deuxième place qui appartient ici eh bien, au coureur de la Haute-Garonne, c'est Vincent Baudet me semble-t-il qui termine deuxième. On a vu Sanchez également dans le sprint pour la troisième place. Eh bien voilà le classement et Ben Wiggins, le portant du maillot jaune qui va savourer sa victoire, le coureur britannique Ben Wiggins. So Leute, das war's jetzt mit dem Tag. Ich weiß noch nicht, was das auch mit dem Video war. Ich glaube nicht, weil morgen früh kommt noch eine, ja, wieder ein Rating von diesem Zimmer, Hotel. Wir sind im B&B. Etwas, was mich jetzt schon sehr abfuckt. Man hört es, glaube ich, selber. Die Lüftung von der Toilette ist einfach dauernd an. Warum? Warum? Ja, heute konnte ich euch nicht so viel mitnehmen, wie ich eigentlich erwartet hatte, weil es einfach ziemlich hektisch war. Es war ein ziemlich hektischer Tag. Und ja, dann nehme ich nicht, wenn wir schon ein bisschen im Stress sind, dann nehme ich dann nicht noch die Kamera aus. Es wäre respektlos gegenüber den anderen. Und ich glaube, das wäre auch nicht gerade der richtige Moment gewesen. Ich habe, wann ich Zeit hatte, habe ich die Kamera rausgenommen. Aber sonst ging da nicht viel. Ich habe da wirklich mein Bestes gegeben. Ich hoffe trotzdem, dass das Video euch gefallen hat. Dass ihr ein paar Einblicke ins Geschehen, wie es eigentlich ist. Weil es ist schwerer, als man denkt. Und auch nochmal dickes GG an die Organisation, wirklich super gesperrt, super Rennen, keine großen Schwierigkeiten mit Autos oder so auf der falschen Seite gefahren sind, wirklich super organisiert. Und ja, es waren 500 Freiwillige für dieses Wochenende, haben sich 500 Freiwillige gemeldet, für dass sie mit den Motoren und so weiter und so fort, Streckenposten und alles, oder die das Essen organisieren, bla bla bla. Wirklich 500 Stück Freiwillige, wenn nicht bezahlt. In Luxemburg bekommst du nicht mal 20 zusammengesetzt. Ich schwör's. Und dann wundern wir uns, dass wir keine Rennen mehr haben. Hier ist das ja, wenn man 500 hat, ist das ja eine ganz andere Liga einfach. Ja, kann man einfach nicht mehr vergleichen.
Aber ja, es ist Mittag und ja, ich bin dann auch mit dem Auto hier. Wir sind jetzt in Le Mans, haben doch in der Pizzeria was gegessen. Sind jetzt im Hotel. Wie gesagt, ich mache noch morgen früh ein Rating vom Zimmer. Wenn ihr das noch sehen wollt, bleibt dran. Und sonst glaube ich nicht mehr viel. Dann fahren wir zurück direkt nach Luxemburg. Ich hoffe, diesmal fahre ich nicht. Ich habe keine Lust mehr, noch morgen zu fahren. Und jo, wie gesagt, das war's schon mit dem Video. Könnt ihr jetzt schon gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen, einen Kommentar. Weil das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich mitgehe. Vielleicht ein paar Tipps, was ihr nächstes Mal vielleicht mehr sehen wollt. Zum Beispiel ein bisschen mehr Eindrücke sehen wollt, was ich vielleicht vergessen habe zu filmen. Diese gerne in die Kommentare. Und ja, dann schon mal einen dicken Kuss, was ihr bis dahin dieses Video angeschaut habt. Und ja, ciao. Junge, ich wollte gerade schlafen gehen. Schaut euch mal an, weil ich ein Problem habe. Ich dachte auf Luke. Schnell eine Steckdose. Nein, die ist überhaupt nicht da. Wir haben so zwei USB-Anschlüsse. Ist ja schön gut, aber wir leben nicht mehr in 2016. Ich glaube, das war's mit dem Handyladen, oder? Auch mein zweites Kabel. USB-C. Nein, ich liebe euch. Ich liebe euch. Ihr seid die Besten. Ihr seid die Besten, ehrlich. Also wieder ein dickes Minus. Auf der anderen Bettseite ist zwar eine Steckdose, aber trotzdem. Wenn der jetzt da schläft, alles schon gut. Was ist denn mit dem? Was ist jetzt, wenn ich jetzt einen Zimmerpartner hatte? Der könnte seine Hände nicht aufladen. Ich sag scheiße. Ehrlich. Hier, dieses Geräusch ist andauernd an. Das kann doch nicht sein, Mann. So, hier noch das Zimmercheck. Lüftung hat, wie gesagt, ein bisschen genervt. Die Betten waren in der Reihe. Die Matratze und Kissen vielleicht ein bisschen zu schwach. Aber sonst war alles sehr, sehr gut. Watch this. Sometimes my genius is. It's almost frightening.